liebes Bewusstsein, liebes Bewusstsein, ich habe mich die letzten Tage von einem riesen Druck entladen und es ist der Weg für deinen inneren Frieden und unseren Frieden entstanden. Es ist der Weg für deinen inneren Frieden und unseren Frieden entstanden. 51 Jahre sind vergangen, um zurück zu mir zu finden, um heute aus der wahren Liebe und meiner Form der Kommunikation zu finden. Im Juni dieses Jahres habe ich die geistige Absicht getroffen, dass ich bereit bin, die Kraft, die ich bin, zu erfahren und zu erforschen. Die Kraft des Ich Bin zu erfahren und erforschen. Die 33 Reden von Sascha Meir auf YouTube, Alpha, die Omega, kamen dran. Ich habe sie circa 2 Monate lang vor dem Einschlafen, wenn ich kurz aufgewacht bin und morgens angehört. Ich musste oft zurückspulen, um den Sinn auch zu erkennen und zu fühlen. Seit 14 Tagen bin ich am Wasser, unter dem Spirit der Göttin Tanit. Sie ist die Göttin der Fortpflanzung. Kann auch mit Entwicklung assoziiert werden oder mit Informationstransformation, wenn Injektionen der Liebe in deine DNA fließen, Der rote Faden und Samen für die Entstehung Rap dich in den Frieden ist vor 10 Jahren entstanden. Siehe Jahr 2013 in der Friedenschronik auf Abiomatik natürlich.ch. Das muss ich sehen haben. Für mich der größte Meilenstein meines Seelenauftrages erledigt mit dem Veröffentlichen der 36 Teile für den ersten Weltfrieden. Es ist ein Geschenk aus und mit dem Kollektiv. Daher gibt es kein geistiges Eigentum in meiner Welt. Es steht dir frei, es in deiner gewünschten Form zu teilen, um deine Sippe zu befreien. Alles Liebe, im Albi, nächstens aus der Abiomatics-Community. Aber eins ist klar, ich werde weiter rappen, denn ich werde noch mein Netzwerk verweitern. Ich habe ganz viele liebe Menschen und ich werde jeden, der mit dir mit ein bisschen länger geschwätzt haben. Habe ich immer etwas da. Ich habe noch jeden Tag. Wirklich, werde ich noch kennen. Ich habe immer eine Geschichte. Denn ich habe immer eins gemerkt bei den Leuten. Wo ist das Potenzial? Und wo ist die Blockade? Alles Liebe. Für den ersten Weltfrieden.